So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, heute wird ein sehr, sehr interessanter Part mit sehr, sehr vielen interessanten PCs, die wir zu bauen haben. Aber wir werden gleich erstmal mit einem alten Auftrag noch beginnen, nämlich dem hier. In das Gehäuse muss nämlich jetzt gleich hier noch eine neue Grafikkarte. Das machen wir einfach sofort und ich hoffe, das ist auch alles, was in diesem System noch gefehlt hat. Wir werden es jetzt rausfinden. Läuft er wieder? Sieht ganz gut aus. Ja, okay. Scheinbar war das alles. Das wäre genial. Dann muss hier nur noch ein Virenscanner drauf. Und das wird ewig dauern, weil in diesem System kein SSD ist. Oh Gott. Da wartet man ja halbes Jahrzehnt. So, dann upgraden wir mal kurz diesen PC hier noch. Von einer sehr alten Intel-Plattform auf einen sehr aktuellen Ryzen 7. So. Alles raus. Sehr gut. So, da kommt dann jetzt unser neues AMD-Mainboard rein. Hier B450 Tomahawk. Sehr schön. Dann wieder die Grafikkarte, die zwar ewig alt ist, aber hey, so ist es nun mal. Dann ein Ryzen 7 2700X. Na, Wärmeleitpaste. Und könnte man... Jawohl, wir können den mal wieder drauf tun. Ja! Ja, super. Genau das, was ich wollte. Wir tun wieder den hässlichen, unglaublich schlechten, alten CPU-Killer wieder drauf. Das wollte ich tun. Ah, super. Was? Nein. Ich will den RAM ändern. Ich will den RAM aber ändern. Nein, ihr bekommt neuen RAM. Nein, nicht euer Ernst. Ihr wollt wie... Wieso? Wieso wollt ihr denn diesen hässlichen RAM wieder haben? Kann ich wenigstens einen anderen Kühler installieren? Ich kann nicht beides so hässlich lassen. Ja, was? Das kann ich ändern. Na toll, danke. Wir werden an der Stelle, glaube ich, einfach irgendeinen alten hässlichen Kühler los. So, was passt denn überhaupt? Nein. Obwohl, der ist halt auch alt und hässlich. Dafür ist er halt sehr, sehr günstig. Ja, obwohl. Vielleicht brauchen wir ihn später nochmal für einen anderen Bild. Die anderen CPU-Kühler, die ich habe. Deswegen bleiben wir tatsächlich mal bei dem hier. Oh, Sekunde, PCI-Verriegelung muss noch rein. Ja. Jetzt Deckenplatte. Was? Ein Kabel? Da ist kein fehlendes Kabel. Wo soll da... Warum ist da ein Lüfter drin und kein Kabel? Hat das Mainboard zu wenig Anschlüsse? Egal, nicht unser Problem. So, der PC bootet auf jeden Fall. Das haben wir gerade schon gesehen. Das heißt, weg mit dem System. Und hin zu den sehr, sehr viel interessanteren. Erstmal lassen wir hier aber einen Virenscan drüber laufen. Und nehmen direkt dieses Gehäuse schon mal mit. Sehr gut.
Und wir schauen uns den neuen Teil an gleich. Aber erstmal weg mit... Ernsthaft? Ich kann das nicht mehr wegtun dann. Früher ging das immer. Sekunde, dann machen die erst den hier fertig. So, Problem gelöst. Früher konnte man die einfach so wegschicken. Kann ich einfach den Lüfter ausbauen? Geht das? Scheiße. Es geht nicht. Ich muss Kundenteile ersetzen. Gut, jetzt geht's. Aus welchem Grund auch immer es da unten nicht ging. Jetzt geht's wieder. So, tschüss. Den PC wollen wir nicht nochmal sehen. Und... ja, wir können es kassieren. 5-Sterne-Rezension, super. Auch hier hoffentlich 5 Sterne. Super. Sie haben den Problem mit meinem PC auf den Zahn gefühlt und es repariert. Und seither hat es niemand mehr... er hat niemand mehr meine Identität gekapert. Gut, das ist auch nicht so unbedingt toll, wenn das passiert, aber... hey, jetzt ist das Problem ja gelöst. So, ich sehe, wir haben hier beim NZXT H500 ein paar neue Farben bekommen. Oh! Die sind auch neu. Aber ich meinte, das hier, die Black and Blue Edition, ist nice. Die haben wir jetzt neu. Außerdem eine neue 5700 XT von Asus. So, die hier dürfte jetzt auch die mit Abstand krasseste 5700 XT-Revision sein, die wir haben, von der Kühlung. Die anderen sind ja nur jeweils zwei Lüfter-Designs von MSI. So, was haben wir hier sonst? Sind das... okay, ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie die neuen Gehäusevarianten da vom H500, aber die waren das nicht, sondern das war... Sekunde. Ach stimmt, der i9-7960X mit 16 Kernen. Und wir haben jetzt schon die neue Edition freigeschaltet. Da wir gerade sowieso alles gesehen haben, was wir hier wahrscheinlich freigeschaltet haben. Ja, okay. Das waren die MSI-Karten und die Gehäuse. Das haben wir gerade schon gesehen. Und das haben wir auch gerade schon gesehen. Insofern muss ich euch das nicht mehr vorenthalten oder so. Gut, 18 Kerner kann man mal machen. Wird interessant, das Teil zu kühlen. Die Gehäuse sahen super aus und ich bin sehr glücklich, dass wir die jetzt haben. Und wir werfen gerade mal einen Blick auf eBay. Und mein Gott, alles nur gebrauchte, kaputte PCs und Gehäuse. Was ist denn hier drin? Eine 1080 Ti und ein Ryzen 7700 ist uninteressant. Eine 1080 Ti und ein Threadripper 1900X ist auch uninteressant. Will ich ehrlich gesagt beides nicht haben. 0 GB. 0 GB was? 0 GB RAM? 0 GB Festplattenspeicher? Ich glaube, es ist RAM. Okay. Sehr interessant. Kaufen wir nicht. So, was wir aber machen könnten, ist gerade mal uns um die zwei PCs hier zu kümmern. Sekunde. Das müsste so rum richtig sein. Und dann fangen wir mit dem Bauen von dem hier an. Sekunde, Netzteil ist auf der Rückseite. So 650 Watt Netzteil von FSP. Dann kann das hier wieder zu. Da vorne muss aufgemacht werden, denn wir werden hier einen 360er Radiator einbauen. Super. Dann können wir da vorne eigentlich auch schon wieder zumachen. Staubfilter, Frontblende. Und dann installieren wir das Mainboard. ASRock Z390 Extreme 4. Sehr, sehr schick. Als CPU ein 9900KS, weil wir es uns leisten können. So, dann ist der RAM dran. Da haben wir ein bisschen
Corsair Vengeance RGB Pro. So. Ist hier alles der gleiche RAM. Deswegen nehmen wir einfach irgendwelche der Riegel. Gut, dann soll ich hier gleich noch die Grafikkarte rein. Erstmal tun wir aber hier unsere M2 drauf. So, CPU-Block, das ist der hier. Speicherbehälter, würde der hier sogar reinpassen? Oh, ich habe, glaube ich, keinen zweiten Speicherbehälter mehr gekauft gehabt. Und der, warum geht der denn nur dahin? Warum? Wer kommt denn auf die Idee, seinen Speicherbehälter dorthin zu machen, wo der 360er Radiator in dem Gehäuse hinpasst? Das, nein! Wieso, Corsair? Erklär mir das doch! Was macht das denn für keinen Sinn? Na toll. So. Tun wir das einfach mal hin, weil es wenigstens in das Gehäuse reinpasst, wenn auch nicht so toll. Dann müssen wir halt mit einem kleineren Radiator Vorliebe nehmen, hier ein 240er. Der passt entweder da oben oder da unten hin. Ich glaube, wir tun ihn nach oben. Ich glaube, theoretisch würde auch ein 280er hinpassen. Haben wir aber keinen schön beleuchteten. Oder wir haben gar keinen 280er. So, dann aber die Grafikkarte, eine 1080 Ti. Sehr gut. Wie viel habt ihr da nochmal Budget? 3500? Was? Warum sind wir jetzt bei 3600? Wir hatten doch 4 RAM-Riegel gesagt. Der Radiator ist doch sogar günstiger geworden jetzt, dadurch, dass ich den anderen genommen habe. Was habe ich anders gemacht, als ich geplant habe? Habe ich mich um $100 oder sowas vertan beim Planen? Kann eigentlich nicht sein. Ich kann aber auch einfach ein bisschen RAM rausnehmen, also das tut mir jetzt nicht besonders weh. Den kriegen wir irgendwann schon nochmal los. Dann ist das System halt ein bisschen günstiger. So. Weißt du was? Dann können wir hingehen und können einfach noch ein paar LL-Series reintun. Na. ...140er. Und da oben kommt auch noch ein schönerer Lüfter hin. Haben wir noch? Oh, wir haben gar keinen 140er mehr. Oh, oh. Wir haben nur noch einen ML-140, aber der ist gebraucht. Nicht gut. Irgendwas, was vielleicht nicht so unglaublich sehr auffällt. Wäre ganz schön. Ja, wie ist mit dem hier von NZXT? Der ist nicht billo, aber fällt nicht so unglaublich sehr auf. So, dann als nächstes die Rohrleitung. Ja, habe ich da noch die Fittings drauf von Corsair? Ja, ich glaube, ich habe die schon drauf, aber egal, Sekunde, wir machen mal die weißen. So. Und dann bauen wir mal unseren Loop. Einmal so. Dann wird hieraus auch hoffentlich ein Schuh. Sehr gut. Und da gehen wir dann hoch zur CPU.
Obwohl, nee, Sekunde, sollen wir vielleicht erst einen Umweg zum Radiator gehen, dann zur CPU und dann. Ja, nee, 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 bleiben wir dabei. So. Ah, dann ist das nicht mehr so schön. Kann ich das irgendwie. Wieso? Ja, dann sieht man es nicht mehr so sehr, dass es nicht gerade ist, in Wahrheit. Wir gehen hier zu dem vorderen. Dafür biegen wir einfach erstmal hier das Ganze in die Richtung. Ja, ist ja gut, ich werde schon nicht gegen den Radiator da oben gehen. Oh, ich muss jetzt aber darum manövrieren. Es wird interessant. So. Ja, belassen wir es dabei einfach mal. Besser wird's nicht mehr. Und komplett gerade ist es ja auch nicht, aber eine schöne Lösung hätte ich dafür an der Stelle einfach nicht. Sekunde. Da müssen wir uns jetzt auch irgendwie durchzwängen. Wie machen wir das? Hier erstmal ein bisschen nach oben. Dann darüber. Na. Dann hier nach oben wieder. Vielleicht bis hier hin und dann so. Ja, bis hier hin irgendwie. Geht das nicht irgendwie ein bisschen gerader? Weil Sekunde, so gerade ist das hier gar nicht. Muss so hin, dann muss das noch ein bisschen nach da. Das hier auch. Und das hier. Und dann müssen wir hier das irgendwie nach hinten biegen. Kann ich das noch ein bisschen weiter kriegen da drüben? Das da weg, das da. Okay, das war nicht gut. Ja, dann geht es wieder so direkt nach oben. Ja. Besser wird's nicht mehr. Wir müssen es irgendwie nur noch von der Höhe anpassen. Okay, das geht sogar. Dann nochmal da nach hinten und super. Das hätten wir damit. Dann füllen wir gerade mal den Kreislauf auf. Und dann hätten wir das System auch schon soweit. Warten wir gerade mal, bis der Kreislauf vollgelaufen ist. Und dann wird gestartet. So. USB-Stick brauchen wir. Ah ne, haben wir schon drin. So, wir brauchen Beleuchtungssoftware, Übertaktzeug, auch wenn wir da nicht viel machen wollen. Aber so ein klein wenig kann nicht schaden. Ja, ich weiß, dass ich keinen USB-Stick reintun kann. Oder theoretisch schon. Aber praktisch macht es keinen Sinn. So, erstmal den RAM auf seine richtige Geschwindigkeit laufen lassen. Das hier muss die CPU trotzdem schaffen. 5,2. Mit so einem kleinen Radiator. Airflow sollte ja trotzdem genug da sein. Obwohl, wir könnten vielleicht vorne noch Lüfter hin tun.
Ja, die sollte da eigentlich hinpassen. Ah, Sekunde. Dafür müsste das weg. Ich glaube, die sind ja, die sind auch zu dick. Das wird nicht gehen. Okay. Das war ein Versuch wert. Dann halt nicht. So, RGB-Beleuchtung erstmal komplett einrichten. Weil das Chaos, was wir da drin noch haben, will sich keiner ansehen. Ah, schon sehr, sehr, sehr viel besser. Um Welten. Okay, die Temperaturen sehen auch noch ganz okay aus. Dann ist jetzt mal die Grafikkarte dran. So. Ja, das sollte hoffentlich laufen. Na, was haben wir denn? Okay. Bisschen zu warm ist es dann doch. Klar, ist halt auch nur ein 240er Radiator. Ein 280er hätte es vielleicht kühl genug gehalten. Für 5,2 GHz noch. Also das hier sollte jetzt aber laufen. Schauen wir mal. Ja, was? Wie kommt trotzdem noch ein 97 Grad Bereich? Autsch. Aber haben wir noch nicht mal die GPU hier drin jetzt besonders krass übertaktet? Klar, es ist schon eine Menge. Aber... naja, jetzt nicht unüblich. Das kriegt man auch fast mit einer nicht wassergekühlten hin. Schauen wir mal, ob das da irgendwie drosselt oder ob es hinhaut. Je nachdem müssen wir dann vielleicht ein bisschen nach unten gehen. Aber lassen wir es erstmal laufen so ein bisschen. Und schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Okay, nee, das sind alles nur neue Sachen. Die wollen wir uns noch nicht aufs Auge drücken, denn wir haben noch diesen ganzen PC hier. Beziehungsweise noch ist es ja kein PC, sondern nur ein Gehäuse und ein Auftrag. Um den werden wir uns aber nicht mehr in diesem Part kümmern, sondern im nächsten. Deswegen könnt ihr euch auf den auf jeden Fall auch schon mal freuen. Jetzt warten wir aber erstmal gerade noch, bisher der Test fertig gelaufen ist und schauen, wie das Ergebnis so aussieht. Aber die Performance spricht auf jeden Fall für sich bisher. 76 FPS kann man durchaus machen. Ist halt aber auch eine krass übertaktete GTX 1080 Ti. Die hat schon eine Menge Rohleistung. So, hier laufen wir dann ungefähr mit knapp 70 durch. Ja. Das sieht doch ganz solide aus. Und wir sind, wie ich gerade sehe, minimal knapp vor Level 27. Ja, das wird ein interessanter nächster Part. Den krassen PC da drüben und Level 27 erreichen. Das ist doch super. Und wir haben, wie ich gerade sehe, mit dieser CPU, die 200 MHz niedriger taktet als im letzten Part, gerade mal knapp 60 Punkte weniger beim CPU-Test erreicht. Das heißt... da merkt man, wie wenig das dann am Ende irgendwann nur noch bringt. Klar ist halt auch nur dieser Benchmark, bei dem ist jetzt nicht die CPU-Leistung so krass, das wirkt sich dann nicht so krass aus, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Video rendern würde. Aber da merkt man trotzdem, so 1-200 MHz sind nicht alles. So, da würde ich sagen, tun wir den hier mal weg. Sternbewertung. Die haben mir einen richtig tollen PC gebaut. Also will ich doch hoffen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von PC Building Simulator. Da schauen wir uns dann
an, was wir im Level Up bekommen haben, bauen diesen krassen PC da hinten mal, schauen, wie viele Radiatoren wir hier reinbekommen. Seid auf jeden Fall gerne mit dabei. Lasst mir noch ein Like da, wenn euch dieser Part hier gefallen hat. Und ciao.